Hallo, freut mich. Hallo. Hallo, wie geht's? Mein Album ist gerade rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist ganz schön. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Album schon gehört habt oder. Nein. Schon ein bisschen was. Ja? Ja. Ah, geil. Ich spiele euch ein paar Lieder vor und wir schauen uns Berlin an gleichzeitig. Cool. Und du kommst aus Berlin? Nee. Nee, aus der Nähe von Stuttgart. Ach, Stuttgart hast du gesagt. Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Kommst du denn auch zu meinem Konzert in Stuttgart nächstes Jahr? Muss ich, oder? Ja, natürlich. Ja, du darfst jetzt nicht Nein sagen, sonst springst du raus. Okay, ich komm. Sonst wirst du aus Versehen rausgeschubst. Okay. Kann ich dich jetzt fragen? Ja, klar, natürlich. Warum singst du Spanisch? Warum? Weil, weil ich Spanier bin. Okay, gut. Ja, ja, ist eine gute Ausrede. Ja. Aber genau, ich spreche eigentlich Deutsch, weil ich auf die deutsche Schule gegangen bin, als ich klein war. Aber, und mein Vater ist Deutsch, aber mein Vater ist auch selber nie in Deutschland gelebt. Ich spiele euch mal einen Song vor, der heißt Ey Ja. Das ist ein ganz, ja, das ist so ein anderer Vibe. Okay, das Ja. Hattest du schon gehört? Teile davon, ja. Auch schon. Okay. Wie lange machst du schon Musik? Also professionell 4 Jahre, aber, cool. Aber so, also damit meine ich, dass ich davon leben kann. Ja. Alles, was kreativ ist, ist so ein bisschen schwierig, davon zu leben. Aber ich habe mit 10 angefangen, Klavier zu spielen und so. War cool. War das schon immer dein Traum? Entschuldigung. So. Nee, eigentlich nicht. Also, es war immer so ein cooles Ding, was ich so gemacht habe. Man fängt ja immer Musik an, indem man es für sich selbst macht. Ich wollte ja Autodesigner werden. Also, cool. Ich habe Ingenieurwesen studiert. Und nach dem Studium habe ich dann aufgehört, mich mit Ingenieurwesen zu beschäftigen, weil ich dachte, okay, ich bin 22, bin voll jung noch. Alle Jobs, die ich suche gerade, die wollen alle 3 Jahre Erfahrung. Yeah. Und es ist halt mega schwierig, was zu finden, weil es so unmöglich. Ich bin gerade rausgekommen, wie soll ich 3 Jahre Erfahrung haben? Dann habe ich 2 Jahre nur Musik gemacht und so Nebenjobs. Dann war ich in Berlin und habe irgendwie die richtigen Leute kennengelernt und das war dann irgendwie eine coole Kombination und hat dann irgendwie geklappt. Deswegen, also, ich bin sehr dankbar, weil sowas, also ich weiß, wie schwierig das ist halt, dass es läuft und deswegen ist es halt echt geil, wenn es dann läuft. Gut, wollt ihr noch einen anderen Song hören? Ja. Einen von den Songs habe ich mit meinem Bruder geschrieben und mit Javi, das ist der Gitarrist von unserer Band. Okay. Der ist mit mir zur Schule gegangen. Ich spiele es euch mal vor. Sprich hier überhaupt Spanisch? Ich hab's mal gelernt. Ja? Oh, okay. Geil. Okay, ja, nee. Alles gut. So, Bonita heißt ja schön. Und Te llaman Bonita ist diese Zeile im Song, ne? Te llaman Bonita. Und diese ganze Instagram-Welt, die Leute folgen sozusagen, denken, dass dieses Leben von diesen Leuten, die folgen, irgendwie so ein echtes Leben ist. Obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Man ist eigentlich nur so alles so gestellt und man teilt ja nur das, was man ja irgendwie will und so. Das sind die Leute, die so glücklich ausschauen auf den Bildern und so, gar nicht wirklich so glücklich. Und das ist irgendwie, was der Song ein bisschen erklärt. Dass es eben sehr viele Äußerlichkeiten gibt, aber vielleicht ist drin wirklich eine Stille und irgendwie dann nicht so eine Happiness, wie es draußen scheint. Und ja, darum geht es in dem Song eigentlich. Ja, vielen Dank. Dann viel Spaß. Könntest du noch. Und ich gebe, wollt ihr noch so eine CD haben? Soll ich noch ein Album geben? Erstmal hier, wie heißt du denn? Elisa. Okay, haben wir für dich, bitteschön. Wie ist dein Name? Selina. Selina mit A, mit C. Okay, hier für dich. Danke. Hier ist sowas auch ganz okay, oder? Ja. Okay, so. Ja! Cool. Dankeschön! Super, Dankeschön. Cool, hat mich gefreut. Mich auch. Schön, dich kennenzulernen. Viel Spaß. Wir sehen uns in Stuttgart. Ja. Guten Abend noch. Danke. Tschüss.